Herzlich willkommen zurück zu Let's Play Pokémon Saphir Edition. Das ist jetzt der fünfte Part, den ich aufnehme, der vierte Part, den ich hochladen kann. Ja. Ich weiß, ich bin lustig. Naja, weiter geht's auf jeden Fall. Jetzt bin ich hier bei der Pokémon Liga. Das war nicht das, was ich machen wollte. Ich glaube übrigens, dass sie das mit dem Pokémon Markt, mit dem Pokémon Center integrieren. Mehr oder weniger von den. Von den hier haben. Von den Liga-Eingängen. Naja. Ab hier haben nur Trainer, die alle Orden der Arena erhalten haben, Zutritt. Trainer, lass uns sicherstellen, dass du alle 8 Orden hast. Trainer, glaube an dich und deine Pokémon und geh weiter. Alles klar. Willkommen. Kann ich dir helfen? Ich habe auf jeden Fall genug Geld. Das ist nicht das Problem. Naja. Ich denke, so 30 Stück sollen schon reichen. Wir auch. Das war natürlich das Wichtigste von allen. Yep. Ja. Das ist die Folge, der Wahrheit. Sag ich mal. Es geht dann los. Ich habe nichts trainiert, falls ich mich interessiert, dass mein Team ist natürlich vollkommen scheiße. Aber geht auf jeden Fall nicht klar. Aber ich probiere es. Naja, geben. Ich denke, ich werde vollkommen verkacken. Keine Ahnung, beim ersten verlieren. Wird es dann schon das Ergebnis sein? Keine Ahnung. Also dann los. Ich speichere am besten nochmal. Naja, speichern. Ich verliere einfach, ist mir auch egal. Ja, los geht's. Der erste. Das ist der. Wer ist das denn? Willkommen, Herausforderer. Ich bin unbedingt von den Top 4. Ich mag deinen herausfordernden Blick. Ich denke, das wird ein guter Kampf. Gut, das sieht gut aus. Schön, dann lass uns bei deinem Kampf erleben, wie man ihn nur hier in der Pokémon Liga erleben kann. Bam, 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 bam. Bam, bam. Das war zu früh. Naja, Magnell. Mit 46 geht auf jeden Fall gut los, beziehungsweise nicht gut los. Weil ich immer noch total an der Limit bin. Betroher ist sehr schlecht. Scheint unlicht zu sein, also ich wusste, dass es unlicht ist, habe natürlich wie immer nicht irgendwas vorgetan, was effektiv auf unlicht ist, weil. Okay. Die Pokémon, die effektiv auf unlicht sind, sind natürlich total underlevelt. Deswegen bleibe ich hier bei der ganzen Sache auf Gecko. Ja. Wenigstens das. Das wäre schon ganz cool gewesen, wenn es gereicht hätte. 38. Absol. Ich gehe jetzt einfach gleich hoch. Ganz ehrlich, ich habe das Spiel, ich habe schon so oft durchgespielt. Es ist auch nicht wirklich ein gutes Spiel. Also es ist ein gutes Spiel. Aber an sich vom Spielgefühl her macht es nach dem 10. Mal dann keinen Spaß mehr. Es gibt ja so, also es gibt Spieler, die machen einfach am 10. Mal noch Spaß. Da fällt mir jetzt kein Beispiel ein, aber wofür Beispiele man Behauptungen aufstellen kann. Und Tuska. Es ist schon ein gutes Spiel. Okay, ich habe es falsch ausgedrückt. Es ist ein gutes Spiel. Aber besonders die Pokémon-Vielfalt ist sehr gering. Auf jeder Route gibt es die gleichen Pokémon, man fängt sich irgendwas, dann trainiert man es und dann später gibt es irgendwo anders, also gibt es dann später besser. Das ist natürlich eher nicht so schön. Aber es läuft ganz gut. Ich meine, ich habe es ja jetzt schon, das ist jetzt mein erstes schlechtes Pokémon, das ich einsetze, das wahrscheinlich jetzt sterben wird. Wow, übertreib mich. Komm, bitte.
Es wäre zu schön gewesen, ich weiß, aber... Ja, es wäre zu schön gewesen. Aber... Guter Job, Alter. Ach, ich habe mich schon im Auge gekratzt. Ja, hat mich mit allen interessiert. Tangolist. Das ist schon das letzte. Und ich mache den Fehler meines Lebens und wechsle nicht. Pokémon, Kyogre. Nogel Heap. Das ging jetzt ziemlich schnell. Okay, es war der erste, aber trotzdem. Ich habe verloren. Ich, Ulrich von den Top 4. Macht nichts, das war lustig. Okay. Nun, hör dir an, was dieser Verlierer zu sagen hat. Du bist bestens ausgerüstet. Daher solltest du nun in den nächsten Raum gehen, zum nächsten Kampf. Ich werde es jetzt so machen. Ich werde die ganze Pokémon-Liga an einem Stück aufnehmen und dann so zurecht schneiden, damit das mit der Zeit gut passt. Also, wir sehen uns entweder nächste Folge wieder oder nicht. Also, oder jetzt gleich. Da sind wir bei der nächsten, bei der nächsten Top 4, also bei der Top 3 angelangt. Ja, meine Beschreibung ist super. Okay. Ich bin Antonia von den Top 4. Ich habe am Pyroberg trainiert. Während des Trainings habe ich die Fähigkeit erworben, mit Geist-Pokémon zu kommunizieren. In der Tat ist das Band zwischen mir und dem Pokémon sehr stark. Komm, schau, ob du irgendetwas gegen meine Pokémon ausrichten kannst. Ja. Zwölflop. Ich habe passend dazu zum Ziel gefunden. Es wird zwar. Ja, es wird ziemlich offensichtlich beim ersten Attacke sterben. Fluch. Also wenn ich ihn jetzt töte, dann hat er sich damit selbst verarscht, sag ich. Wenn ich ihn nicht töte, dann... Ah, Mist! Bitte! Nein! Gecko, auf die Zeit brauchst du jetzt nicht mehr zu achten. Ich werde es jetzt zurechtschneiden. Müssen wir damit sagen, dass es gerade vollkommen sinnlos war? Ich sehe ja die Top-Genesung für uns Zwirklöpfer hauen. Hier jetzt Verfolgung einzusetzen, ist halt mehr oder weniger. Ist halt komplett sinnlos. Konfusstrahl. Oder Konfusdrahl. Ich tippe auf zweiteres. Ich habe übrigens alles geheilt, wie ihr sehen könnt. Ich will es ja auch schaffen. Ich hatte jetzt keine Lust zu trainieren, deswegen. Bam, 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 bam. Surfer müsste da ausreichen. Level 9 und es geht ziemlich schnell voran. War nett. Diese Level. Direkt tot. Nice. War nett, finde ich übrigens auch cool. Wollte ich schon mal gesagt haben. Zubiris. Was soll ich da reinsetzen?
probiere es vielleicht. Level 50, bitte. Was wird das hier? Schön. Ich glaube, ich mache es hier mit Kyoko los. Schon wieder war nett. Okay. Und besiegt. Nö. Was ist das? Okay, ich gebe zu, dass es jetzt vielleicht nicht das Spannendste ist, aber... Naja. Oh! Sag bloß, da hat jemand eine Attacke überlebt. Zitrubeere? Yes. Hätte sie noch eine Top-Genesung gehabt, hätte es diese KP-Anzahl bestimmt getriggert, aber durch die Zitrubeere. Oh, verdammt. Was ist denn dabei? Verloren. Kann man nichts machen. Das Band zwischen dir und deinem Pokémon ist ebenfalls sehr stark. Das habe ich gar nicht gemerkt, daher konnte ich nur verlieren. Ja, jetzt möchte ich sehen, wie weit dieses Band euch bringt. Geh und betrete den nächsten Raum.